Willkommen zur Tagesschau in 100 Sekunden. EU-Arzneimittelbehörde EMA will über Zulassung des Corona-Impfstoffs von BioNTech/Pfizer für Kinder ab 12 Jahren entscheiden. Gestern hatten sich Bund und Länder darauf geeinigt, Kinder und Jugendliche vom 7. Juni an in die Corona-Impfkampagne einzubeziehen, vorausgesetzt, die EMA lässt das Vakzin zu. Eine eigene Impfkampagne für Kinder und zusätzliche Impfstoffe soll es aber nicht geben. Reaktion auf Impfgipfel. Der Deutsche Hausärzteverband fordert, die Rückkehr von Kindern und Jugendlichen zum gesellschaftlichen Leben nicht von Impfungen abhängig zu machen. Es gäbe durchaus mehr Möglichkeiten als nur die sofortige Impfung, sagte der Verbandsvorsitzende Weigelt der Rheinischen Post. Hier die Zahlen zur Corona-Infektionslage in Deutschland. Dem Robert-Koch-Institut wurden binnen eines Tages 7.380 Neuinfektionen gemeldet. Das sind fast 1.400 weniger als vergangenen Freitag. Damit sinkt die 7-Tage-Inzidenz weiter leicht. Sie liegt jetzt bei 39,8. Assad gewinnt Präsidentenwahl in Syrien mit 95% der Stimmen. Das gab am Abend ein Parlamentssprecher bekannt. In Damaskus feierten tausende Anhänger den Sieg des Machthabers. Es ist die 4. Amtszeit für den autoritär regierenden Staatschef. Der Westen hatte die Wahl zuvor kritisiert, sie sei weder frei noch fair. Urteil gegen Demokratieaktivist Lai in Hongkong. Der Medienunternehmer ist zu 14 Monaten Gefängnis verurteilt worden. In dem Prozess ging es um seine Rolle bei einer Demonstration im Oktober 2019 wegen des wachsenden Einflusses Pekings in der Sonderverwaltungszone. Das Wetter. Heute in der Osthälfte wolkig mit Schauern, im Südwesten und Westen meist trocken und zeitweise freundlich. Höchsttemperaturen 13 bis 21 Grad.